Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch im Dungeon und ich muss gestehen, ich habe echt Schiss, dass wir hier. Geile Scheiße! So. Kaufen, kaufen, kaufen. Was ist das? Was ist das? Oh, man kann fliehen. Okay, Fokus wiederherstellen. Teleport. Stachelige Stange. Ist jetzt aber kein Fernkampfgedöns. Das hilft uns. Oh. Warum ist die grau? Weil wir uns die nicht leisten können. Aber die Donnerbüchse macht viel, viel mehr Schaden als der Bogen. Dann müssen wir das leider kaufen mit, ne? Hier. Einem anderen. Geilo, okay. Ich habe jetzt natürlich alles an Gottes Bart schon gekauft. Für Ihmchen hier. Müssen wir dann gleich verteilen. Okay, wer hat denn noch halbwegs Kohle? Alle nicht so wirklich. Okay, wir kaufen die Donnerbüchse mit Ihmchen. Können wir eigentlich auch verkaufen? Oder hier jetzt gerade nicht? Kaufen. So. Ja, muss ich jetzt aussetzen klicken? Okay, gut. Dann würde ich gerne das hier machen. Boah, gut, ey, Donnerbüchse. Gut. Gut, 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 gut. So, hier, Donnerbüchse bitte ausrüsten. Ach, guck. Hier kann ich verkaufen sagen. Ja, gut. Zack. Weil wir gerade beim Händler sind. Oh, Luckys Hut. Oh. Ja, vielleicht behalte ich den dann mal. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hammer des Schmieds war auch. War 10. Das Schwert ist aber. Ja, komm. Kaufen wir mal. Die Spitzhacke, die würde ich gern behalten. Die hat einen sinnvollen Skill. So, ich hoffe, ich verkaufe jetzt nicht irgendwas total Wichtiges. Koboldstab, einfache Laute. Alles so ein bisschen Luffy, ne? Ja, komm, Laute behalten wir mal. Vielleicht, wer weiß, ob das noch gebraucht werden könnte. Okay, nee. Ha, 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 ha. Fast vergessen. Gottesbart benutzen. Komm, es hilft ja nichts. Wir müssen halbwegs fit sein. So, jetzt sind die wieder fit und wir hoffen einfach, dass wir jetzt alle Kämpfe bestehen. Weiter. Das sieht übel aus. Aus irgendeinem Grund. Ach, guck mal, wir müssen wieder einschlagen. Da weiß ich doch, was ich zu tun habe. Spitzhacke ausrüsten. So. Einschlagen. Hat offenbar im Hintergrund geklappt. Ausrüsten. Hat das Schwert? So. Ausrüsten. Okay. Alles klar. Wir gehen rein. Knochenfuzzis und ein Kapuzenfuzzi. Chaospriesterin. Okay, keine Kapuzenfuzzis. Niemand wird je erfahren, was hier unten mit euch passiert ist. Nur, dass ihr bei eurer armseligen Quest versagt habt. Sehen wir dann. What the fuck? Er hat einfach mal 50 Leben. Okay, unsere neue Waffe. Explosion. Hat in jedem Fall, glaube ich, richtig Schaden und auch noch nur ein Fokuspunkt für richtig Flächenschaden. Rums hat's gemacht. Das juckt mich ja fast gar nicht. Geiler, geiler Mist. Okay, sollen wir da nochmal versuchen, mit Fläche reinzuhauen? Ich glaube ja. Gib ihm. Okay, der hat natürlich Schutz dagegen. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wer wie wann dran ist, aber wir haben ja jetzt auch nur Fläche gemacht. Okay, jetzt ist er. 5, das geht ja noch. Rüstung verringert, ungünstig. Ach, guck, das ist natürlich blöd. Okay, wir brauchen jetzt eine Runde zum Nachladen. Ah, okay, dann muss man den Schaden ja eigentlich durch zwei teilen, ne? Weil zwei Runden, um den Schaden zu machen. Okay, wir versuchen es nochmal. Das war nichts. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen.
Aua, aua, aua. Ohoho, kurz vor knapp. Okay, jetzt Concentration. Wenn wir ihn umboxen, hoffentlich mit 24 Schaden, wenn wir das denn schaffen, den Angriff, dann müssen wir den Leuchtefuzzi da umhauen. Der ist aber auch bald tot. Sollen wir hier Fokus nutzen? Okay, zwei hebe ich mal auf. Schade. Hätte klappen können. Okay, sehr gut. Minnesängerin ausgewichen. Und wir können wieder mit der Explosion draufhauen. Das ist auch sehr gut. Dann, oh, dann sind die beiden kaputt. Wir haben aber keinen Fokus mehr. Shit. Trotzdem. Woo! Kravoms. Das ist echt gut. Die Waffe ist gut. Aber halt mit dem Nachteil des Nachladens. Okay. So, jetzt gib mir bitte was zum Heilen, falls das hier noch nicht vorbei sein sollte. Wir teilen. Oh, ein Buch des Wissens. Kriegt mal die Minnesängerin. Ja, ne, also den Schwamm. Ja, benutzt das mal. Ich glaube, ohne Spaß, das ist eine richtig gute Rüstung. Plus ein Max-Fokus, das ist eine richtig gute Rüstung für Minnesänger, ne? Plus Intelligenz. Stärke ist ja völlig egal, glaube ich. Portalschriftrolle. Ah, okay. Ja. Haben wir den Dungeon geschafft? Nein. Spieler 1 ist dran, heißt, wir sind noch nicht durch. Hallo, Kristall. Das ist ein Chaos-Generator. Hätte ich jetzt die Cam an, ne? Ich würde hier, also ihr würdet sehen, dass ich total skeptisch einfach nur auf diesen Kristall geguckt habe. Minus 2 Chaos. Ja, geilo. Okay. Da, oh. Das sieht übel aus. Das sieht sehr übel aus. Okay. Du hast meinen Turm entdeckt, aber du weißt nicht, wie du ihn erreichen kannst. Oder welche Bedeutung er hat. Ja, aber das kriegen wir schon raus. Schurke, ergib dich und setze diesem Wahnsinn ein Ende, ehe du meinen Zorn entfachst. Diese Stimme. Hildebrand. Oh, oh, Parit. Sieht nach einer schönen Stadt aus. Gehe nach Parit im Reich die goldene Ebene, so schnell du kannst. Drea Palor, mein Kollege dort, kann dir alles über den nächsten Schritt erzählen. Quest, gehe nach Parit im Reich die goldene Ebene. Okay, Dudes und Dudinnen, wir sollen nach Parit. Hallo, ich möchte Kamera bewegen. Hallo. Ah, danke. Wenn wir da eh hin müssen, würde ich doch sagen, wir gehen nach Goldrauch. Nee, Holzrauch. Da können wir bestimmt auch schlummern. Und dann können wir nach Parit hochgehen. Weil, ich, also, ne. Ach nee, guck mal. Minnesängerin ist wieder halbwegs geheilt. Ja, oder sind wir trotzdem? Ich weiß jetzt nicht. Was ist das? Kurtgerät. Okay, bereits benutzt. Erstmal Papagei umboxen, oder? Oh. Ist gar nicht nur ein Papagei. Sind auch beschwipste Piraten. Wer ist dran? Das ist gut. Das ist echt gut. Die supporten sich sehr, sehr gut, die Minnesängerin und Jäger. Ah, der hat auch so eine Waffe. Ach, wie blöd. Ha, das ist ja dumm gelaufen, ne? Wenn man einen Kampf anfängt, ja, in Anführungsstrichen anfängt und dann nicht geladen hat, ne? Ärgerlich. Oh Mist, der lebt ja noch. Aber wir greifen trotzdem den an, weil den hauen wir wahrscheinlich um. Performance. So, und du kannst jetzt hoffentlich, kann ich... Hier, hau mal drauf. Bam. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist. Teilen, ja. Was haben wir da? 9 EP. Schatzkarte. Eieiei. Ja, gut. Okay. Was ist das? Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner, okay. Ach, wir müssen ja einen riesen... Umweg gehen. Okay, das sind Level 3 Leute. Da möchte ich nicht unbedingt hin.
So, next one, komm schon. So. Okay. Und jetzt kommt unser Haut drauf, Eumel. Ahu, oh, der kann nicht so weit laufen. Tja, ich weiß nicht, sollen wir den, also ja, schon, ne? Oh, sehr gut. Ne, jetzt können wir nicht mehr, aber das macht nichts. Jetzt ist Jägerin dran und dann können wir... Oh, was ist das? Es passieren so viele Dinge. Okay, Chaos-Akolyt Level 1, das schaffen wir schon. Ist auch nur einer. Ja, guck. Schau, einer, guck. Fokus nutzen, Warnschuss. Aha. Wir haben nur diese Fertigkeiten. Okay, ja, dann hau drauf. So. Und das beantwortet auch meine Frage. Es ist nachgeladen im nächsten Kampf. Ist jetzt nicht so gut. Nee. Wir sammeln das mal und verkaufen die dann. Das kann man ja immer machen. Okay, wir gehen hier lang und besiegen auch dieses Pflanzentier da. Achso, ah, Mist, ein Movimiento. Oh. Frisches Grab. Tja. Nun, gehen wir da jetzt mit ihmchen hin? Ach komm, echt jetzt? Da kommen wir nicht hin. Ärgerlich. Okay, dann gehen wir mit den anderen auch. Oh, was haben wir hier? Es ist unfassbar. In diesem Spiel, ne? In diesem Spiel, da taucht so viel auf der Map auf. Da ist auch noch so eine Säule. Hildebrand, danke. Ich habe das Gefühl, dass ich euch bald brauchen werde, was? Das sollten wir finden, ne? Okay, ja, sammeln. Hier, für deine Bemühungen. Ein Zunderbeutel, sehr gut. Warum kann nur Ötte? Ach so, weil er dahin gelaufen ist, sie. Verstehe. Ja gut, und was ist das? Heiligtum der Weisheit. Ah, bereits beansprucht. Heiligtum, oh. Da müssen wir irgendwann hin. Hä? Wie kommt man denn da? Ach so, da muss man hier so durch. Da muss man sich wirklich durchkämpfen. Ja gut. Bewegung ist aufgebraucht, alles klar. Pilze. Ich weiß jetzt nicht, ist das gut oder schlecht? Okay, wir haben einen Gegenstand erhalten. Nicht zu verwechseln mit ihren giftigen Gegenstücken. Vollkommen sicher und haben die Fähigkeit beim Verzehr den Tod abzuwehren. Ah. Ja, dann sammel das. Ist zwar eher was für unsere Minnesängerin. Aber was wir haben, haben wir. So, nächste Runde. Wie ich jetzt einfach immer noch nicht da angekommen bin, wo ich hin wollte. Ah. Was ist das? Ein Kartenspiel. Ach so. Okay. Ja gut, aber wir kämpfen erstmal. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Oh, wir sind schon Level 3. Kann das? Da unten? Level 3? Jo. Okay. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt stehen alle so ein bisschen... Ach, guck. Wir können auch da lang gehen. Ja gut. Ja. Details. Müssen wir halt mit der Minnesängerin angreifen. Und verschwenden so ein bisschen Bewegung, ne? So, jetzt geht's rund. Zack, mit dem Buch auf den Kopf. Weiß nicht, wie nennt man das? Auf die Blüte? Eher auf die Blüte. So. Folgendes, Angriff. Sehr guter Angriff sogar. Und dann ist Jäger dran und dann ist das Ding schon wieder um. Bam. Mal gucken. Ginseng. Benutze dieses Kraut um ein Blutung. Okay. Genau. Hua. So, einen Schritt können wir noch.
Da unten ist schon wieder was aufgetaucht. Ich weiß es nicht. Warenhändler. Naja. Brauchen wir dringend irgendwas eingekauft? Weiß jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt. Ja, komm, wir können mal schlafen gehen, ne? Genau, Dienste und dann Gasthaus. 8 Gold ist zwar relativ viel. Oder? Ist das viel? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wie viel Gold haben wir so? Dienste und... Ja, okay, nee. So, last one. Auch noch einmal schlummern gehen. Schlafen. So. Ach, jetzt ist da ein Fragezeichen. Ich guck mal. Okay. Ja. Ganz ehrlich, das hat uns jetzt nicht viel gebracht. Holzrauch. Ich würde gerade mal ein Gottesbad kaufen. Was macht die Pfeife? Oh, gibt auch LP wieder. Ach, guck, ah. Das wäre aber eher was vielleicht für unsere Heilerin. Verstaubtes Buch. Was haben wir hier? Donnerbüchse. Haben wir ja selbst. Kesselhelm. Lederweste noch. Fischerstiefel. Okay, die wären natürlich vielleicht sogar gut. Keine Rüstung, aber ausweichen mehr. Okay, nee, aber hier ist durch. Verlassen. Ich lass das mal so vergehen, die Zeit. Müssen wir erstmal unseren Ritter wiederholen. So, Buntschuhe des Gelehrten. Minus Stärke plus Widerstand und Intelligenz. Könnte gut sein, ne? Kaufen und ausrüsten. Eine anständige Laute. Immer noch nicht besser. Oh, eine Tambura. Was kann die? Melodie, Basso und Blenden. Okay. Weiß nicht, sollen wir das kaufen? Wir haben ordentlich Geld. Oh, wir müssen aber erstmal Gottesbad kaufen. Und die Piepe. Und dann haben wir kein Geld mehr für die Tambura. Doch, haben wir wohl. Genau noch 21 Gold. Machen wir das? Machen wir das nicht? Ich weiß es nicht. Der Stab ist halt eher so... Ja, komm. Wir kaufen und ausrüsten mal. Verlassen, wenn ich jetzt auf Inventar gehe. Hallo? Kann ich dann die einfache Laute genau verkaufen? Tunika des Reisenden. Ist schlechter als das, was ich trage, wenn ich das richtig sehe. Alte Stiefel, auf Wiedersehen. Verbrannter Wälzer wäre natürlich jetzt ordentlich Feuerschaden, aber wir haben jetzt erstmal ausgerüstet die Tambura. Vielleicht ist das so eine Heilersache. Wäre natürlich auch ganz nett, das mal ab und zu haben. Okay, weiter und dann holen wir unseren Hau drauf Menschen wieder zurück in die Stadt. Genau. Gehen auf den Markt und schauen mal nach dem Kesselhelm. Ach, guck. Ötte hat noch gar keinen Helm. Das geht so nicht. Okay, hallo? Nee. So. Kesselhelm, genau. Rüste den mal aus. Sehr gut. Okay. Jo, das sieht gut aus. Dann geht's weiter, ne? Was ist hier mit der Wache? Können wir da hin? Was bringt uns das? Ah, das ist auch so ein Markt. Also so ein Städtchen einfach. So, nächster. Gehen wir auf. Okay, wir kommen nicht ganz bis in den Ort. Aber wir müssen ja auch sowieso nach Parit. Okay, da haben wir direkt einen Gegner. Verlassen. Ich weiß jetzt nicht, sind wir nah genug mit dem Minnesänger? Jo.
Was ist das? Level 3. Wir sind Level 3. Müsste also klappen. In jedem Fall könnte es klappen. Nein, könnten wir das nutzen, um mal die neue Waffe auszuprobieren. So. Wer ist gerade aktiv? Ihmchen? Okay. Gut, der Zauberer hat schon mal ordentlich Schaden genommen. Rock on. Haha. So. Er? Was haben wir hier? Okay, das ist einfach magischer Schaden. Das ist Flächenschaden. Was haben wir hier? Macht benommen. Naja. Macht aber auch 13 Schaden, ne? Im Gegensatz zu dem, was wir bereits haben. Machen wir den Knochenbaden? Ja, komm, der stirbt. Okay, ohne Crit stirbt er natürlich nicht, aber der stirbt wahrscheinlich jetzt ohnehin. Aber der nicht unbedingt, weil wir müssten ja nachladen. Oder ich hau ihm einfach auf die Omme. Dann stirbt er aber nicht. Ja, okay. Oha. So, Standardangriff. Zerplatzt. Teilen. Jeder kriegt 6 Gold. Das ist quasi schon die nächste Übernachtung. Was haben wir hier? Klappriger Bootanleger. Ach, dann können wir bestimmt irgendwann mit Booten durch die Gegend tuckern, ne? Oh, was haben wir? Oh. Du bist auf Katakomben gestoßen. Mini-Dungeons sind kurz, jedoch kann man ihnen erst nach Abschluss entkommen. Okay. Gehen wir dahin. Nächster Step. Ich will die Leute jetzt nachholen. Ich habe ein bisschen Sorge. Muffensausen. Alarm. Sehr gut. Okay, perfekt. Vampirfledermaus. Alter, was sind denn hier alles für Viecher? Alter, die Folge ist schon 22 Minuten lang. Okay. Ich habe mich nicht fesseln lassen vom Spiel. Nein. Wir werden nächste Runde, nächste Folge sehen, was bei diesem Kampf jetzt rauskommt. Gegen eine Vampirfledermaus und auch vielleicht einen furchterregenden Geist. Und vielleicht ist da auch ein Schreckenswolf dabei, wenn wir jetzt kämpfen. Ich weiß es nicht. Tschö, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.